Streets of Rage ist einer der bekannten Marken von Sega. Die Brawler-Serie startete in den Spielehallen so richtig durch und auch die Sega-Konsolen wurden fleißig mit Ablegern versorgt. So auch der Game Gear. Aber geht das auf diesem kleinen Bildschirm gut? Dann lasst es uns zusammen herausfinden. Was taugt Streets of Rage für den Game Gear heute noch? Das Spiel wurde von Biox programmiert und natürlich von Sega selbst weltweit 1992 veröffentlicht. Die Story, naja, sie ist da, aber natürlich nicht wirklich wichtig. Die Stadt versinkt in Chaos und das Verbrechen droht, alle Bereiche des Lebens zu übernehmen. Das könnt ihr natürlich nicht zulassen und prügelt euch durch die Horden von Kriminellen. Ich weiß, große Überraschung. Das Spiel ist ein Beat'em-up. Beim Start stolpert ihr dann leider aber erst einmal über die erste Einschränkung der Handheld-Version. Statt aus drei Charakteren könnt ihr nur aus zweien auswählen. Axel und Blaze sind spielbar, während Skate mit seiner Abwesenheit glänzt. Aber nun gut, immerhin habt ihr zwei Charaktere, die sich leicht anders spielen. Mit diesem kloppt ihr euch dann durch die 5 verschiedenen großen Level. Auch hier wurde gespart, in der Mega Drive Version sind es 8. Immerhin fangen die Abschnitte jedoch den Look der Vorlage gut ein. Aber kommen wir zu dem Wichtigsten. Wie steuern sich die Kämpfe? Da ihr nur zwei Aktionsknöpfe habt, ist euer Spektrum natürlich etwas eingeschränkt, aber vielfältiger als ihr denkt. Der erste Knopf ist ganz normal zum Schlagen da. Zudem könnt ihr dann auch fallen gelassene Waffen aufheben und werdet so zum Beispiel mit dem Rohr schon fast zu stark. Allgemein solltet ihr euch aber nicht auf eure Faustangriffe verlassen, sondern eher zu den Sprungtritten und Würfen tendieren. Mit den anderen Knöpfen nämlich springt ihr und könnt Griffe bei den Gegnern anwenden. Habt ihr ihn erstmal gepackt, könnt ihr mit dem Steuerkreuz Wurfkombos vollführen. Allgemein steuern sich die Kämpfe recht fluffig, aber haben einen großen Nachteil. Wenn ihr einmal zu Boden gegangen seid und dann wieder aufsteht, seid ihr sofort wieder verwundbar. Es gibt eine spezielle Art von Gegnern, die einen Sprungtritt machen können, welche euch zu Boden bringt. Die schaffen es euch dann locker im Lockdown zu halten und ihr könnt dann erstmal nichts machen. Ein richtig gutes Spiel aus dem Genre macht euch nicht umsonst immer für kurze Zeit unverwundbar, wenn ihr wieder aufsteht. Aber immerhin stimmt die Gegnervielfalt. Auch die sind im Original nachempfunden und alle sind gut wiedererkennbar und mit entsprechenden Angriffsmustern versehen. Neben Standardkämpfern, die nichts Besonderes können, sind zum Beispiel auch die peitschenschwingenden Dominas mit am Start. Allgemein ist das Spiel echt knackig, obwohl man in den Optionen sogar verschiedene Schwierigkeitsgrade auswählen kann. Leider gibt es kein Passwortsystem oder ähnlich, aber immerhin ein paar Continues. Die Grafik ist natürlich krümeliger als im großen Bruder. Die Charakter-Sprites sind relativ klein geraten, jedoch kann man alles gut erkennen. Außerdem läuft so alles immer einigermaßen flüssig und das ist mir persönlich wichtiger als möglichst beste Grafikpracht. Der Sound steht auf jeden Fall besser da. Der untermalt das Spielgeschehen echt perfekt und die eine oder andere Serienhymne ist gut erkennbar. Was taugt Streets of Rage für den Game Gear also heute noch? So richtig übergesprungen ist der Funke bei mir ehrlich gesagt nicht. Das Spiel ist solide umgesetzt, krankt aber etwas im Detail. Dass einem die Gegner zum Beispiel im Lockdown halten können, ist nie gut bei einem Brawler. Schlecht ist das Spiel jedoch auf keinen Fall. Das Spiel ist okay, aber bei weitem kein Must-Have. Das war der Test zu Streets of Rage für den Game Gear. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten hören oder sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.